Der Menschenrechtsbeauftragte des Europarats, Khil Robles, hat das tschetschenische Flüchtlingslager Kabulak in Inguschetien besucht. Begleitet wurde er von dem Kreml-Gesandten für Menschenrechte, Kalamanow. Dieser hatte zuvor erneut Berichten über Gräueltaten russischer Soldaten widersprochen. Tschetschenische Flüchtlinge demonstrierten bei der Ankunft der Politiker. Sie forderten Europa auf, ihr Land von der, so wörtlich, russischen Besetzung zu erlösen. Khil Robles will morgen nach Tschetschenien weiterreisen und dort ein Gefangenenlager und das zerstörte Grozny besuchen.